Wir stehen vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel, die soziale Kluft in unserer Gesellschaft, den Covid-Virus zu bekämpfen, die wirtschaftlichen und den sozialen Aufbau nach der Covid-Krise wieder zu organisieren. Und dafür müssen wir geschlossen und rasch handeln. Aber zwei Regierungen in unseren Mitgliedstaaten scheren wieder mal aus und drohen mit Veto. Und darauf muss unsere Antwort ganz klar sein. Europa bleibt bei der Rechtsstaatlichkeit hart. Europa ist kein Bankomat, wo man das Geld für die Zerstörung des Rechtsstaats einfach so abheben kann. Die Europäische Union darf sich der Erpressung aus Warschau und aus Budapest nicht beugen. Wer profitiert denn am meisten vom EU-Budget und vom mehrjährigen Finanzrahmen? Es ist Ungarn und es ist Polen. Die Wahrheit ist aber, Morawiecki und Orban handeln gegen die Menschen in ihren Ländern. Sie schaden den Polinnen und Polen, sie schaden den Ungarinnen und Ungarn. Wir bleiben hart und klar bei Rule of Law Mechanismus. Und wir bleiben hart und klar für den mittelfristigen Finanzrahmen und den Wiederaufbaufonds.